Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start, genauso wie ein kleines Runde. Oh, ey, ich krieg's nicht hin, in diesen Satz einmal vernünftig auszusprechen. Ah! Scheiße! Willkommen, Chicos und Chicas. Skyline, Let's Play, Splinter Cell, Blacklist, bla bla bla. Und, ich hab keine Ahnung, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Witzig, ich bin hier stehen geblieben. Das ist mir in dem Moment schon klar gewesen. Irgendwas über den General? Beheiratet ein Kind. Kriegsverlage. Irgendwas Aktuelles? Negativ, die Aktuelle seit Mirava. Höhere Sicherheitseinstufung. Dranbleiben. Verstanden, mach ich. Jo, bleib dran. Nach der kurzen Werbung. Wir benutzen gleich direkt das SMI. Wir wollen diesmal nicht lange rumfackeln. Direkt die nächste Smash Bärung Arbeit hier. Was? Neu? Koop Solo. Im Dunkeln. Auf derselben Wellenlänge. Was hat das mit diesen komischen Feuerzeichen auf sich? Nur Koop? Briggs, wir haben doch alle Koop-Kampagnen durchgemacht. Habe ich doch schon durch. Aber die müssen wir noch machen hier. Ja, das wird demnächst gestartet von uns. Teheran, Iran, Solo-Kampagne. Spezialmission Hauptquartier. Sie sagen also, dass unsere Geheimdienste in so großem Maße unterwandert waren, dass sie den Betrieb einer riesigen Chemiewaffenfabrik nicht entdeckt haben? In London? Sie dürfen eins nicht vergessen, Minister. Sadiq gehörte zum MI6. Wir dachten, wir hätten nach seinem Verrat reinen Tisch gemacht. Erklären Sie mir mal, was Sie darunter verstehen. Wir haben seine Kollegen überprüft und 6 davon entlassen. 4 weitere wurden unter Beobachtung gestellt, einer davon später auch entlassen. Wir haben elektronische Gegenmaßnahmen getroffen und seine Dokumente natürlich ungültig gemacht. Außerdem... Und trotzdem ist es ihm gelungen, genug iranische Chemiewaffenteile ins Herz der Stadt zu schmuggeln, um 500.000 Menschen zu vergasen? 200.000, Herr Minister. Völlig egal. Ich will, dass Ihre Behörde vollständig auseinandergenommen wird. Und zwar gestern. Ist das klar? Oh Gott, da geht's hart zur Sache. Dringe in das Hauptquartier der Quads-Brigade ein und beschaffe Daten bezüglich ihrer Beziehung zur Blacklist. Nicht tödlich, okay, groß, ja, ist klar. Datenpaket, ja. Gucken wir mal, ob wir diesmal alles schaffen hier. Briefing starten. Geht da. Iran will niemanden ins Land lassen? Wen interessiert der Scheiß? Uhu! Tritt dann einfach die Scheißtüren ein! Alles Lügen! Wieder versucht Amerika unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung! Scheiße, was haben wir gemacht? Wir haben Dokumente entdeckt. Aber keinen Beweis, dass Iran hinter Blacklist steckt. Die scheinen mir nicht gerade an Details interessiert zu sein. Völlig egal, ob die Dokumente echt waren. Die wollen Blut sehen und ihr Ziel heißt Iran. Wenn wir Caldwell keine Alternativen bieten, wird sie den Krieg erklären. Und wir haben keine? Nein. Wir haben das. Die alte US-Botschaft im Iran ist da jetzt nicht das Hauptquartier der Kurzbrigaden? Für eine Operation von Caldwell gewagt. Ist nicht ihre. Ist meine. Wie jetzt? Wir sagen ja einfach nicht, dass wir in den Iran gehen? Der Präsidentin der Vereinigten Staaten und das ist dein Plan? Sehr riskant, Grimm. Sogar für uns. Nur so können wir einen Krieg verhindern. Ja, oder beginnen. Eine kleine Zwischeninformation, was ich letztens eigentlich sehr interessant fand. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich weiß nicht, Irak? Irak oder Iran? Habe ich hier total vergessen. Schlappige Informationen hier. die wollen jetzt jedes Mal das Spiel prüfen lassen von ihren eigenen Leuten, um zu gucken, ob Irak oder ob ihr Land halt nicht als schlecht dargestellt wird.
ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil meistens sind ja immer Irak, Iran immer die Bösen. Und ich kann es nachvollziehen, dass nach einer Zeit gesagt wird, so komm, nee, also das wird jetzt langsam mal umgeschrieben. Finde ich eigentlich, ja, eigentlich schon ganz in Ordnung, aber diese Spiele sind auch meistens immer mit 18 gekennzeichnet. Das heißt, die sind für 18-Jährige und die können das ja schon ein bisschen unterscheiden alles. Sollte also kein 14-Jähriger dran kommen. Egal, Mission starten. Wir fliegen nach Teheran. Die Operation sollte schnell durchgeführt werden. Unsere Regierung darf nichts davon mitbekommen. Ich glaube, mir wird schlecht. Konzentrieren, Charlie. Haben wir eine Drohne, die uns nicht gleich auslöscht? Ich habe den Exploit gefixt, den Sie benutzt haben, ein Sicherungsprogramm hinzugefügt und eine Selbstzerstörung eingebaut. Ein Jahr hätte mir bereits genügt, Charlie. Wo soll Briggs hingehen? Er ist raus. Du willst es allein machen? Wo gehe ich rein? Zeig's mir. Nicht wo, sondern mit wem. Ich schicke die Daten aus Opset. Das ist eins der bestbewachten Gebäude des Planeten. Du kannst nicht... Da einzudringen ist nicht das Problem. Deren Server hängen nicht am Netz. Wir müssen die Daten von Hand kopieren? Ich schicke die Details an deine Workstation. Aber wir können nicht... Ständig jammern. Bewegung, Charlie. Stimmt. Du musst Chaos in Kurz Hauptquartier stiften, damit du lebend rein und rauskommst. Mit EMP überraschst du den Gegner. Der Trikopter ist ideal für Hinterhalte. Okay, EMP wird vorgeschlagen. Dann legen wir es ab und nehmen das hier mit. Haftkamera brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Wir sind ja irgendein Gas ausgesetzt gewesen. Hätten fast den Big Boss ownen können. Und Briggs hat uns dann gerettet. Und das fanden wir nicht so toll, dass er uns gerettet hat. So ein Arschloch. Ich kann das bloß wagen, uns zu retten, ne? Deswegen haben wir ihn jetzt gefeuert oder so. Keine Ahnung. Jetzt soll ich auch noch Disk 2 einlegen. Kacken dreist, der Junge. Und uns Momentos. Lalalalala. So, da bin ich wieder. Jetzt müssen wir warten, bis er diese scheiß Disk geladen hat. Hat er geladen. Da ist eine Spezialmission Hauptquartier. Teheran, Iran. Haben wir schon hinter uns gebracht. Sehr interessant, diese ganze Angelegenheit. Hier freue ich mich total drauf. Ich dachte jetzt erst gerade, wir müssen jetzt mit Grimm jetzt die Mission machen. Weißt? Aber anscheinend bekommen wir jetzt eine andere Identität, mit der wir uns einschleichen können. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll oder ob wir jetzt eine zweite Person irgendwie dran kriegen, mit dem wir rein das kriegen. Weiß ich nicht. Das ist cool gemacht. Bolo. Ajalekon. Schwerte Tohahmach. Du schläfst nur etwas. Ist mir eine Freude, General. Ich rede nicht mit amerikanischen Spionen. Nicht mal dann, wenn die eine Waffe auf deine Frau und deinen Sohn richten? Das sind doch die beiden, die gerade vom Markt zurückkommen, oder? Heute gibt's Gorme Satzi, was? Du Bastard! So, tief durchatmen. Und gut überlegen. Ich will ins Kurzhauptquartier. Ich suche Antworten. Ich habe keine Verbindung zu Blacklist. Wenn ich einen Krieg verhindern will, brauche ich mehr als nur dein Wort. Du bringst mich da rein. Stopf dir das ins Ohr. Ja? Damit das klar ist. Wenn du auch nur einen einzigen meiner Männer verletzt, werde ich dir nicht länger helfen. Ich will niemanden verletzen. Los, weiter. Sam, anscheinend hat der Bluff funktioniert. Wir können anfangen. Los. War das für mich oder deine amerikanischen Freunde? Nur damit du weißt, dass ich Freunde habe.
Sehr freundlich. Sam, im Gebäude musst du meinen USB-Stick an die Server anschließen. Er greift dann vollautomatisch alle Informationen über Blacklist ab. Verstanden. Wird nicht leicht, wenn du dich mit den Wachen anlegst. Vielleicht solltest du nach oben ausweichen. Oben ausweichen, ich hab's gerade bemerkt, ey. Wir wurden von allen schon jetzt... Lange her, seit sich Amerikaner das letzte Mal hier gewagt haben. Ihr habt euch ja schön eingerichtet. Wir haben seit 79 einige Verbesserungen vorgenommen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich lenke die Wache an der Vordertür ab. Bereithalten. Servus. General, افتخار. امشب اینجا اوضاع آرومه؟ کنی هیچ کلتن؟ قبلا با مزاحم روبرو شدید؟ نه جنرال. تصور نمی کنم کسی آنقدر احمق باشه. شایسته که منی نام بیسن هوخ؟ بودسری رو کنار بذاریم. وقتی آمریکایی رو ترسن معلوم نیست بخوای چی کار کنن. بله جنرال. البته حق با شما. اوکی، دست است گنس گود. تلاش کنیم. Okay, immer weiter so. Das ist ganz gut jetzt hier. Es läuft richtig gut. Wo ist die Kamera? Okay, die Kamera ist da. Lass dich fallen. Lass dich ein bisschen fallen. Gut. Okay, weiter. Scheiße, das bringt nichts. Ich höre, wo siehst du das Parkhaus? Da geht es rein. Ich kümmere mich um die Wache. Die Kameras sind dein Problem. Geh ins Parkhaus, da treffen wir uns. Scheiße, Alter. Wie komme ich denn jetzt am besten da durch? Okay, ich habe eine Idee, wie wir am besten jetzt durchkommen. Okay. متاسفم جنرال، خیلی متاسفم. حس بی احترامی نداشتم. آموزش تو یا وظیفه تو فراموش نکن. شنو میده یو؟ اگر کاری از دستم برمیاد، اوکی، کام یه بیسن روم. چیزایی که امشب از اینجا عبور کردن رو میخوام. نه، هو. چند لحظه جنرال. عجله کن. اجازه بدید پیدا شد. یو کام اینجا. تو این مردو دیدی؟ بله قربان. کی رفت؟ هنوز تو ساختمون جنرال. جالبه. بله جنرال. عجله کن. البته. نه، زودتر از بستن. Scheiße, wie komme ich jetzt hier hin? Erkunden! 500, freue ich mich doch. Aber es wäre super, wenn ich noch eins hochkommen würde. Gegner nicht verletzen, unentdeckt bleiben. Ich kann keins runter. Wenn ich hier hingehe, komme ich hier hin. Komm weder runter noch hoch. Das ist natürlich jetzt doof. Ich kann hier nicht runterfallen. Nicht runterlassen. Ich kann auch nicht hoch. Ich darf keinen verletzen und keinen töten. Und ich darf auch nicht bemerkt werden. Kann ich nicht irgendwie... Scheiße, scheint nicht zu interessieren. Versuchen wir es nochmal. Hallo, da ist eine dicke. So ist gut. Bewegt sich aber nicht dahin, das Arschloch. Scheiße. Fuck it.